Wir sind hier in der Cogneon Akademie und rundrum liegen hier Kameras, Mikrofone, Kopfhörer, eine ganze Menge Technik und es steht Simon Dückert neben mir. Cogneon ist eine Wissensmanagementberatung. Simon, braucht man für Wissensmanagement so viel Technik? Ja, ich würde sagen, wie mit allem im Wissensmanagement, man braucht die nicht, aber sie dient als Enabler, also sie sagt, macht Sachen möglich, die ohne Technik nicht möglich wären. Wir reden hier über multimediale Aufbereitung. Das ist ein Thema im Lernen seit Jahrzehnten eigentlich, dass man alle Lerninhalte möglichst multimedial aufbereitet. Ich habe so den Eindruck, da entsteht so ein neuer Hype. Warum ist das heute wieder viel mehr im Gespräch als noch vor wenigen Jahren? Also ich glaube, es ist schon lange im Gespräch, weil wir mit Multimedia, also mit dem Aufnehmen von Ton oder Bild, Emotionen transportieren können, Menschen einfach sichtbar machen können mit dem, was sie vermitteln wollen, was in rein textueller Dokumentation immer schwierig ist. Also wenn jemand erzählt, was in dem Projekt gut geklappt hat oder was nicht gut geklappt hat, dann ist, und ich höre dem zu, dann ist das was ganz anderes, als wenn er einen Projektbericht schreibt und ich den mir durchlese. Außer es ist ein begnadeter Autor, der sehr gut schreiben kann. Und ich glaube, in den letzten Jahren, ich nehme es so wahr, seit ein, zwei Jahren wird Multimedia zum Trend, einfach weil auf der Softwareseite, aber auch auf der Hardwareseite mittlerweile bezahlbare Ausrüstung da ist, mit der Wissensarbeiter selber solche Multimedia-Produktionen machen können und man eben nicht Agenturen dafür braucht, die einem Tausende oder Zehntausende Euro dafür abknöpfen. So, aus deiner Sicht, was von den vielen Medien, die man so verwenden kann, ist im Moment so am meisten im Gebrauch bei den Wissensarbeitern? Also ich würde sagen, so im Mainstream, in der Breite ist noch nichts im Gebrauch. Das ist noch eher die Nische, die Avantgardisten, die sich damit beschäftigen. Der Reflex bei Leuten, die sich neu mit beschäftigen, ist immer Video. Das kommt, glaube ich, durch die Präsenz von YouTube und solchen Medien. Wobei es natürlich, muss man sagen, auch sehr viel aufwendiger ist, Video zu produzieren, im Vergleich jetzt zu Audio, also zum Beispiel PowerPoint-Folien zu vertonen, oder auch Audio-Podcasts zu machen. Und was man nicht vergessen darf, Audio ist ein Medium, was gerade Leute, die pendeln oder die viel auf Dienstreise sind, unterwegs in der U-Bahn, im Bus, im Auto konsumieren können, weil es dort auch mittlerweile USB-Anschlüsse gibt oder SD-Karten oder eben Smartphones, auf die man Audio synchronisieren kann. Deswegen glaube ich, der Reflex ist Video, aber Audio ist sicher auch nicht zu verachten. Wenn sich jemand entscheidet, ein kleines Video zu produzieren, sein Wissen praktisch per Video zu transportieren oder einen Podcast zu machen, braucht der eigentlich eine Ausbildung oder ist das relativ selbsterklärend heute? Also eine Ausbildung, wie man es jetzt so vermuten würde, dass ich da ein Jahr oder Monate oder so investieren muss, wahrscheinlich nicht. Umgekehrt, glaube ich, für jemanden, der es noch nie gemacht hat, ist es auch schwierig, das so ganz Learning by Doing selber zu machen. Da kommt man schon rein. Aber ich denke, wenn man jetzt als Wissensarbeiter anfangen will, ist es ganz gut, wenn man jemanden hat, der mal so die ersten Schritte in einigen Stunden oder in einem Tag mal zeigt, wo man dann so die ersten Projekte vielleicht selber umsetzen kann, mal jemand an der Hand hat, der ein bisschen coachen kann auch noch. Und dann in der Regel, man darf natürlich nicht erwarten, dass da am Ende was rauskommt, was so aussieht, wie man es vielleicht von den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern gewohnt ist oder sich so anhört. Aber da kommt in der Regel was raus, was dann durchaus akzeptabel ist. Wenn jemand so anfangen will, was wäre so für den ersten kleinen Schritt, um überhaupt erstmal erste Erfahrung zu sammeln, so eine Empfehlung? Was sollte er nehmen? Naja, das kommt jetzt darauf an, was er machen will. Also will er sowas machen wie wir hier, eine Gesprächssituation filmen, oder ist es jemand, der Trainings oder Vorträge gibt und will die beispielsweise einfach mitschneiden und aufnehmen? Also ich habe mal so ein paar Beispiele hier mitgebracht, was man da nehmen könnte. Vielleicht kennt der eine oder andere den Jörn Lowis-Kasch mit seinen Vorlesungen auf YouTube beispielsweise. Der verwendet hier so ein ganz kleines USB-Mikrofon, was er an seinen Rechner dran steckt und wo er dann in PowerPoint oder in Zeichenprogrammen sozusagen das, was er vorne an der Tafel macht, mit aufnimmt, das hinterher als Video rausspeichert und dann auf Plattform, in seinem Fall jetzt eben YouTube, bereitstellt. Also da kann man mit einigen 10 € sozusagen beginnen, seine ersten Schritte zu gehen. Und wenn jetzt jemand ohnehin viel Vorträge hält oder Vorlesungen hält oder Schulungen hält und macht das wiederholend, dann ist es auch gar nicht schlimm, wenn das erste Mal daneben geht, weil dann macht man es beim nächsten Mal nochmal und dann nochmal. Und wie es oft mit der Lernkurve ist, beim dritten Mal klappt es dann.
Professor Lovischach ist der YouTube-Professor hier in Deutschland. Er macht Mathe-Vorlesungen und macht die zunächst mal mit relativ einfachem Equipment und deshalb jetzt das Beispiel. Das wäre jetzt Audio mit dem Mikrofon, aber da braucht man ja noch ein Aufnahmegerät. Das Mikrofon nimmt ja nur den Schall auf und dann muss man es ja irgendwo speichern. Was wäre eine einfache Speichermöglichkeit? Genau, also in dem Fall, was ich jetzt erklärt habe, das geht per USB-Kabel direkt an den Rechner und man zeichnet dann direkt in PowerPoint oder mit einem Audio-Editor, also einer Audio-Recording-Software auf. Alternativ kann man, habe ich hier mal mitgebracht, das ist ein sogenannter digitaler Audio-Recorder. Der hat 4 Eingänge, also ist ein 4-Kanal-Recorder. Sowas könnte man jetzt beispielsweise verwenden, wenn man einen sogenannten Gesprächspodcast macht, also ein Gespräch mit mehreren Personen aufzeichnen will. So eine Gesprächssituation, da wird es in der Regel relativ schnell unbequem, wenn man sowas macht wie wir jetzt, also das Mikrofon hin und her geben. Deswegen verwendet man dort in der Regel sogenannte Hörsprechkombinationen. Das heißt, hier hat man sozusagen einen Monitor direkt eingebaut, hat ein Mikrofon, was für nicht sprechausgebildete Sprecher, also wenn jemand Radiomoderator wird, macht man da erstmal eine Sprecherausbildung, dass man weiß, wie nah muss man am Mikrofon sein. Das macht man in der Regel als Wissensarbeiter nicht. Deswegen ist so ein Headset, was ein hochqualitatives Mikrofon immer in der gleichen Distanz zum Mund hat, sicher was ganz Gutes für Einsteiger. Und das wird einfach direkt an den Audiorekorder angeschlossen. Der zeichnet auf eine SD-Karte auf. Und man hat hinterher eine Audiospur als WAV oder MP3-Datei auf dem Gerät, kann das entweder direkt weiterverwenden oder dann eben noch nachbearbeiten, wenn man das möchte. Also man könnte schon mal anfangen, seine E-Mails zu sprechen und als Audio-File zu versenden, um erste Versuche zu machen. Wenn es um Video geht, wie könnte man ganz einfach mal probieren, ein Video aufzunehmen? Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Was viele, gerade in vielen Unternehmen, Abteilungen haben Spiegelreflexkameras, um beispielsweise Workshop-Ergebnisse am Flipchart oder so abzufotografieren. Wenn man da auf ein paar Sachen achtet, nämlich dass man einen externen Mikrofoneingang hat zum Beispiel, dann ist es durchaus geeignet für eine Aufzeichnung. Also so Spiegelreflexkameras sind in der Regel, was Audio angeht, sehr schlecht. Die Rauschen und diese eingebauten Mikrofone sind sehr schlecht. Ich habe jetzt hier mal so eine Canon 100D, das ist die neueste, kleinste Canon-Spiegelreflex, die so einen Eingang hat. Da kann man dann entweder mit so einem Mikrofon arbeiten, wie du das jetzt verwendest, oder man setzt ein sogenanntes Shotgun-Mikrofon oben drauf, das ist jetzt ein Sennheiser MKE 400. Ja, und damit kann ich jetzt, wenn ich da jemanden filme aus einer Distanz, einen Meter ungefähr oder 1,50 Meter, dann hat man da doch ganz anständigen Ton drauf und könnte das verwenden, um jetzt zum Beispiel Interviews zu filmen oder irgendwie irgendwas an der Maschine zu erklären, je nachdem, was für eine Art Wissen ich transferieren will. Na, wenn man da ein bisschen weiter geht, also wenn jetzt jemand Vorträge filmt zum Beispiel oder von der Qualität etwas höher gehen will, als das diese DSLR können, dann ist man so in der Klasse der semiprofessionellen Camcorder. Das ist so einer hier, das ist so ungefähr 2.500 Euro Preisklasse, wo man dann eben auch saubere professionelle Audioeingänge hat, saubere Vorverstärker hat, ein optisches 20-fach Zoom hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, man steht in einem Schulungsraum, viele Leute hören dazu oder in der Konferenz und ich will jetzt dem Referenten nicht auf die Pelle rücken, dann kann ich mit so einem Gerät mich ganz hinten in den Raum stellen und kann den trotzdem im Vollbild sozusagen aufnehmen und abfilmen und hole mir dann von der Tonanlage in dem Raum irgendwie einen sauberen Ton auch noch ab. Ansonsten da auch wieder das Gleiche, zeichnet auf SD-Karte, genauso wie die Spiegelreflexkamera auch. Was in Vergangenheit, so in letzter Zeit auch immer mehr am Kommen ist, sind natürlich Smartphones. Also man hat mit dem Smartphone eigentlich, ich sage immer so, sein kleines Studio in der Hosentasche. Das heißt, das kann ich sowohl verwenden für Audioaufnahme. Ich habe jetzt hier mal so ein, kennt vielleicht der eine oder andere aus der Tagesschau, Sennheiser MD46, ist das klassische Reporter-Mikrofon. Sehr unempfindlich, eigentlich unkaputtbar. Und da gibt es jetzt zum Beispiel solche Adapter-Sets. Da kann ich jetzt hergehen, das Mikrofon anschließen und auf der anderen Seite ist ein Stecker, der das von der Impedanz her so einstellt, dass ich das direkt ins iPhone reinstecken kann. Also so wird sozusagen mein iPhone, entweder wenn ich jetzt Audio aufnehme mit einer entsprechenden App, direkt zu einem Audio-Recording-Studio oder man kann das mit einer kleinen Halterung auch auf dem Stativ stellen und damit ist es mein Videostudio. Und dann habe ich eigentlich als Wissensarbeiter die zwei Sachen sozusagen in meiner Tasche irgendwo drin und damit kann ich schon sehr viel machen. Und du hast vorhin gefragt im Vergleich zu Fernsehstudios, also
klar, man kommt jetzt nicht mit null Budget aus. Also ich würde nicht empfehlen, ein Mikrofon, was im Notebook eingebaut ist, oder eine Webcam im Notebook zu verwenden, weil das keine zufriedenstellende Qualität liefert. Umgekehrt, so eine Broadcaster-Kamera, wie sie im Fernsehen verwendet wird, da kostet allein das Objektiv 30.000 Euro. Ja, das heißt, man ist hier, sagen wir mal, so in der Preisspanne einige zig Euro bis vielleicht einige hundert Euro, aber noch deutlich unter 1.000 Euro. Das ist so ungefähr das, was man an Geld in die Hand nehmen muss, um dann sinnvolle Ausrüstung zu haben. Prima, schönen Dank für die ganz vielen Informationen. Da müsste man natürlich jetzt über Einzelheiten noch ein bisschen mehr erfahren, aber das werden wir vielleicht beim Corporate Learning Camp erfahren. Du kommst zum Corporate Learning Camp und bietest eine Session an. Was erwartet die Teilnehmer in der Session? Ja, was erwartet die? Wir haben im Kontext von dem Adidas Learning Campus ja die sogenannten Media Labs ausgestattet. Die haben so eine Standardausrüstung an Multimedia-Equipment. Da gibt es auch so einen kleinen Einführungskurs für Mitarbeiter, die sich da interessieren, die ersten Schritte zu gehen. Und dieses Equipment, was man hier sieht, plus noch einiges mehr, haben wir in so einer großen Alu-Box. Die werde ich mitbringen. Und wir werden dann in der Session einfach eine kurze Einführung geben, was alles möglich ist. Und dann werden die Teilnehmer dort vor Ort die Möglichkeit haben, das einfach mal auszuprobieren. Ich sage immer, Hands-on oder Learning by Doing ist da eigentlich das Beste. Das heißt, wer sich vorher schon mal Gedanken machen will, was für eine Art Projekt er gerne machen würde, also ob er gerne das Podcasten anfangen würde oder ein Video machen würde, kann man sich vorher schon mal ein bisschen überlegen und wir können dann vor Ort einfach helfen, das mal umzusetzen und so eine erste Version Multimedia direkt zu produzieren. Da lernt man, glaube ich, am besten. Prima. Also ich bin selber sehr gespannt auf die Session beim Corporate Learning Camp jetzt am 26., 27. September in Frankfurt. Und wer mehr wissen will, muss halt zum Corporate Learning Camp kommen oder er schaut auf das Cogneon-Wiki. Da gibt's jede Menge frei zugängliche Tipps und Tricks auch zu Audio- und Videoproduktionen. Herzlichen Dank für das Interview, Simon Dückert.